Lass mich doch mal ausreden! Schreien! Was du kannst, kann ich schon lange mehr! Ich und du, Asger, auf der Straße! Hol 10 Leute mit! Mach den Typen fertig, Mann! Gib deine iranische Mutter von mir rum! Ja, Luna! Luna! Ja! Alle, die mich mögen, mach die fertig! Lass mich doch mal ausreden! Du bist krank! Gib zu! Du bist krank! Gib zu! Guck mal, ich wollte zu ihm sagen, 1-1 im Ring. Er gegen mich, würde er sich nicht trauen. Was für ein Feigling, wie kann man einfach rausgehen jedes Mal? Du bist eine Ratte, komm! Ich mach dir einen Arm! Komm jetzt nach Hamburg, komm! Ja, Freunde, die Kacke ist mal wieder komplett anders am Dampfen. Es ist wieder endlos eskaliert und diesmal wegen einer belanglosen Sache wie einem stinknormalen Match auf TikTok. Ich zeige euch schon kurz einen Ausschnitt. Lass mich doch mal ausreden! Hör auf zu schreien! Okay, lass mich ausreden. Hör auf zu schreien! Lass mich ausreden. Was du kannst, kann ich schon lange mehr! Naja, und das Ganze hat sich so weit hochgeschaukelt, dass die beiden sich jetzt treffen wollen zu einem 1 gegen 1. Zwei erwachsene Männer aufgrund eines Matches, welches abgebrochen wurde von Yasser Abu-Chaka, der wiederum den Coach Frankie vorwirft und unterstellt, er hätte manipuliert bei diesem Match. Es ging immerhin um 2 Löwen. Aber wie fing das Ganze eigentlich an? Also, die beiden, obwohl Coach Frankie immer und immer wieder gegen Arafat und Co. geschossen hat, wirklich aufs Übelste, waren die letzten Tage öfters mal miteinander live. Und es gab zum Beispiel ein Match, bei dem Yasser gewonnen hat, und da ging es darum, dass der Verlierer dem Gewinner einen Leoparden schenkt. Und anstatt dem Yasser einen Leoparden zu schenken, hat der Coach Frankie ihm 13 Enten gegeben, was, sage ich mal, das Äquivalent eines Leoparden wohl ist. Ich kenne mich da jetzt aber nicht so gut aus. Ich zeige euch einfach mal kurz die Szene dazu. Yasser ruft Coach Frankie an und bettelt um Leoparden. Coach, schick mir bitte meinen Leopard. Alle warten hier. Ey, das ist doch deine Sache, wenn du irgendeine Ente siehst. Was ist das, Ente, Alter? Dein Ernst? Schick bitte jetzt den Leoparden. Na, ey, die Leute warten alle. Ist dein Ernst? Guck mal, ich bin immer noch live. Ich rede vom Live. Wie, wer schreibt, beruhig dich? Guck mal, der schickt niemals. Schickst du jetzt oder nicht? Ich weiß es nicht. Wallah, ich erzähle keine Ente, Mann. Ich wollte doch keine Ente. Wir haben um einen Löwen einen Leoparden gespielt. Hättest du geschickt, alles gut. Aber Coach, hätte ich doch verloren, hätte ich dir einen Löwen und einen Leopard geschickt. Und gut ist. Nein, das war doch aber nicht die Abmachung. Was schickst du mir jetzt? 13 Enten? Da sagst du mir, das sind 15k. Naja, ihr merkt, das ging schon sehr, sehr kindisch zu. Warum schickst du 15 Enten? Wolltest du mir Leopard schicken? Warum schickt der Typ überhaupt dann 15 Enten? So, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Naja, am Ende des Tages wollte er wohl lustig sein, aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, denn wir haben noch ein Match gestartet. Und bei diesem Match ging es darum, dass der, wie gesagt, Verlierer dem Gewinner 2 Löwen gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der Gegenwert eines Löwen ist, aber das scheint wohl immens hoch zu sein. Also, wenn man das in Euro umrechnet. Schauen wir mal, wie das Ganze überhaupt anfing. Sag ich 2, komm. Ich verliere 2 Löwen. Ich weiß, wer bei dir drin ist. Wer? Sag's mir. Ich weiß, wer. Sag mir, wer. Sag du's mir. Ich will, dass du ehrlich bist zu mir. Guck mal, hör zu. Okay, Robin. Könnt ihr bitte mal... Mach! Und hör auf, danach rumzuheulen! Möge der Bessere gewinnen! Okay, mach! Los geht's! Gas geben! 2 Löwen, eine Runde! Leute, kommt! Kamikaze! 2 Löwen, eine Runde! Gas geben! Leute, ich küsse euer Herz, Robin, Sali, Leute, alle, die hier drin sind, ich verlasse mich auf euch. Leute, alle, wir sind Team Kamikaze. Leute, kommt, alle gemeinsam, wir gehen auf richtige Kamikaze. Kasse, ich küsse dein Herz, Kasse. Leute, kommt! Seht ihr, wer... Ach so, und wo wir gerade mal dabei sind, der hat ja gerade über seine Supporter geredet. Unser lieber Praktikant Jan hat sich um die Kanalmitgliedschaft hier gekümmert und hat alles eingestellt, hat sich um die Videos gekümmert, hat mich aufgenommen, hat alles zusammengestellt und hat, sage ich mal, die Vaterrolle der Kanalmitgliedschaft übernommen. Das ist sein Kind quasi. Er hat das alles gemacht. Jeder, der Bock hat, diesen Kanal zu unterstützen, kann sich gerne die Mitgliedschaft angucken. Es gibt da spezielle Boni. Das heißt quasi, man geht den Mitgliedschaft ein, ist wie bei Twitch, wenn man zum Beispiel einen Sub da lässt, unterstützt damit den Kanal und den Creator und erhält dadurch Vorteile. Liebe geht hier an der Stelle raus an Jano, der wirklich sehr, sehr gute Arbeit da geleistet hat. Achso, und der Jan hat gerade nachgeguckt, so ein Löwe soll 350 Euro kosten. Das heißt, die haben da um 700 Euro gespielt. Das ist sehr, sehr heftig. Gewinn! Okay, mach! Los geht's! Gas geben! 2 Löwen, eine Runde! Leute, kommt! Kamikaze! 2 Löwen, eine Runde! Gas geben! Mach diesen arroganten Typen fertig! Leute, alle, die hier drin sind, ich verlasse mich auf euch. Leute, Gas alle, wir sind Team Kamikaze. Leute, kommt! Alle gemeinsam! Wir gehen auf richtige Kamikaze! Eine Runde, 2 Löwen! Kasse, ich küsse dein Herz, Kasse. Gas geben! Leute, komm! Gas geben! Oh mein Gott! Seht ihr, wer ist das? Atalay Hafka, wer bist du? Dankeschön! Leute, alle gemeinsam, wo seid ihr? Oh mein Gott! Ja!
Gas geben! Zwei Löwen, eine Runde! Wer verliert, gezeigt zwei Löwen! Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben! Zeigt ihn, macht diesen arroganten Typen fertig! Ja. Ey, hör auf zu telefonieren! Ey! Hör auf damit! Hör auf zu telefonieren! Zwei Löwen, eine Runde! Das gab's Leute, noch nie! Leute, alle zusammen! Zwei Löwen, eine Runde! Leute, wer hat hier einen Booster? Wer hat hier einen Booster? Und jetzt macht wie Leute, verrückt! Leute, wer hat hier einen Booster? Macht wie verrückt einen Booster rein! Und dreht durch! Macht den Typen fertig! Er hat sein Wort gegeben! Gas geben! Gas geben, Gas geben, Gas geben! Zwei Löwen! Gas geben, Gas geben, Gas geben! Zwei Löwen, eine Runde! Machen wir ihn fertig! Alle, die ihn nicht mögen, macht ihn fertig! Macht ihn fertig! Macht dieses reiche Kind fertig! Michelle, Mireille, Dankeschön! Ihr müsst euch echt mal überlegen, wie paradox das ist und wie hinterhältig dieses System funktioniert. Macht ihn fertig! Wenn ihr ihn nicht mögt, spendet mir all euer Geld! Und ja, inwiefern macht man ihn denn dann damit fertig? Indem man dir Geld spendet. Ja, er verliert. Ja, er muss dann zwei Löwen zahlen. Aber wir kennen ja Yasser. Der ist nicht dafür bekannt, solche Matches einzuhalten, solche Bedingungen einzuhalten. Aber am Ende des Tages profitierst du ja davon. Die Zuschauer geben dir das Geld. Das ist deren Geld, was verschwendet. Und TikTok profitiert davon. So, ihr müsst euch das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon sehr, sehr perfide, was da abgeht. Tag 45. Leute, wo seid ihr? Wo seid ihr, Leute? Wo seid ihr? Wo seid ihr, Leute? Kommt, alle gemeinsam, alle gemeinsam, alle gemeinsam. Ich warte auf den Booster, meine lieben Krieger. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Leute, wer hat einen Booster? Jetzt ist Booster drinne. Jetzt ist ein Booster drinne. Leute, jetzt redet mal mit mir. Mach den Typen fertig, Mann. Eko, danke schön. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Ja, Luna. Luna. Ja. Oh mein Gott, Luna, mein Schatz! Hol den Löwen nach Hause! Oh mein Gott, Luna dreht durch! Luna, mein Schatz, Luna! Oh mein Gott! Guck mal, ey, ich schwör's dir, keiner weiß, dass ich Luna noch nie gesehen habe! Ich habe sie noch nie getroffen, bei Allah! Hüfte, Dankeschön! Oh mein Gott, Apple-User! Hier, Yasser, das ist Community! Guck dir die Namen an! Immer jemand anders! Gas geben, Gas geben, Gas geben! Hände weg! Hände weg! Hände weg, sei ein Mann. Atalay, vielen, vielen Dank, du bist neues Familienmitglied. Jetzt, hör auf, das Handy von den Händen weg. Ey, liebe Mama, Community. Ich dachte, er hat keine Booster. Oh mein Gott, Luna. Oh mein Gott. Ey, mach Robin, dein ich Handy dachte, weg. Er hat keine Booster. Dankeschön, Apple-User, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Gas geben, möge der Bessere gewinnen. Yasser, hör auf, am Handy zu spielen. Yasser. Yasser, ey. Yasser. Yasser, ey, hör auf, am Handy zu spielen. Yasser, Digga, er will mich verarschen, Ali Osman. Yasser, hör auf, am Handy zu spielen. Oh mein Gott, Sing, ich küss noch dein Herz. 17 Sekunden noch. Robin Sing, Robin Sing. Ach, so einer ist Robin, ja? Apple-User, Robin, was ist los mit Robin, dir? Robin, so einer bist du, ja? Oh mein Gott. So einer bist du, ja. Ja! Ich mache und dann machst du, dann ziehst du das so ab, ja? Oh mein Gott, komm, Luna! Ist dein Ernst, ja? Luna, hi, Bike! Hallo? Ja! Ist der Ernst von Robin, ja? Sag mir, ja, komm, ich bin da, aber wir da und dann mach Andi, was kann ich dafür? Er hat mir ein Auto! Verzieh dich, Mann! Ihr habt's gesehen, am Ende kam ein Typ rein namens Robin Singh oder wie auch immer. So, er hatte wohl davor dem Yasser versprochen, ich werde dir das und das spenden, mach das Match gegen diesen Coach Frankie. Und anstatt bei Yasser zu spenden, ist er zu Coach Frankie gegangen, am Ende des Matches, und hat bei ihm gespendet. Aber wenn man überlegt, Janne, auch ohne diesen Robin hätte Coach Frankie mit Abstand gewonnen, ist das ein wenig traurig, dass man so ein Match abbricht. Aber schauen wir uns mal an, was danach passiert ist. Also, nachdem Yasser einfach rausgegangen ist, was hat er da gesagt? Was? Schreib mir hier, komm, los, machen wir ihn fertig. Wir machen ihn fertig, dann zieht er das ab. Alles geplante Kacke. Robin kommt zu mir und sagt mir, hey, ich habe 8 Booster. Kein Problem, ich habe ihn die alle weggenommen. Und dann zieht er das ab. Alter, was ist das für eine linke Aktion? Schämen soll er sich. Alter, ist das link. Wallah, ist das link. Ich hätte das nie von dir gedacht. Bei Allah, ich hätte das nie von dir gedacht. Niemals hätte ich das von dir gedacht. Robin, komm zu mir, schießt bei mir erste Runde wegen Falke. Ja, sag zu mir, ich habe 8 Booster, Yasser. 8 Stück, verstehst du? Ich stimme zu. Verstehst du, was ich meine? Salih, hast du gesehen, was für ein, wie link der ist? Und dann geht er, schmeißt er alle 8 bei ihn und knallt gegen mich. Du bist kein Mann, Robin. Du bist kein Mann. Du bist du bist alles andere als ein Mann. Komm, verzieh dich, Robin, Alter. Du bist so ein Linker. Du bist weg. Du bist blockiert, Mann. Du bist weg vom Fenster. Ist der Link, Alter. Ist der Link. Komm zu mir und erzählt mir was. Ich habe 8 Booster. Weißt du, was er mir sagt? Ich habe 8 Booster, Yasser. Ich habe ihn die alle weggenommen. Wir machen ihn heute fertig. Und dann geht er rüber, ist mit Coach abgesprochen.
Ist mit Coach abgesprochen. Alter, ist der Link, Alter. Wallah, die kann man nur... Die Leute, die reden... Er redet über Männlichkeit. Sali, Alter, verstehst du, was ich meine, Bruder? Er redet mit mir über Männlichkeit. Und dann sage ich ihm, du hast ein linkes Ding vor. Er sagt mir, bei Allah, nein. So, jetzt kennt ihr die Historie des Ganzen. Wie ging das denn alles weiter? Stopp, ganz kurz! Lass mich mal ausreden! Stopp, eine Sekunde! Du rufst mich heute an! Ey, er lässt mich nicht ausreden! Robin, schreib mir heute! Lass mich doch mal ausreden! Er schreibt mir heute! Lass mich doch... Aber was kann ich dafür? Nein, ihr telefoniert miteinander. Mach warte, das stimmt nicht. Ich schwöre bei Allah. Warte, du rufst warte. Mich an. Ich hab dich angerufen. Lass mich jetzt hier nicht auspacken, Frankie. Ich schwör's dir. Warte, lass mich nicht auspacken jetzt hier. Warte. Wenn ich jetzt hier anfange auszupacken, bei Allah, ich rasiere alles. Warte, lass mich nicht auspacken. Lass mich ausreden. Nein, das ist eine linke Tour. Gewinn fair. Lass mich doch ausreden. Halt doch deinen Mund jetzt. Lass mich doch mal ausreden. Bleib respektvoll. Okay, lass mich ausreden. Gewinn fair wie ein Mann. Lass mich doch ausreden. Lass mich doch mal was sagen. Vor deiner Community hast du dein Wort gegeben. Es geht los. Mein bester Mann, Robin und alle Leute sind zu dir rübergegeben und haben gegen mich gespendet. Ich telefoniere nicht mit ihm. Lass mich doch mal kurz ausreden. Er kommt zu mir. Yasser, guck mal, was er mir sagt. Yasser, ich hab ihn weg. Alle Booster sind bei mir. Mach dir keine Sorgen. Er hat keine. Er weiß es aber. Lass mich doch mal ausreden, Mann. Gib mir doch mal eine Minute. Alter, das ist so link. Wallah. Lass mich doch mal ausreden! Ey, du bist einfach verrückt. Lass mich doch mal ausreden! Link, du und lass mich doch mal ausreden! Rede, bitteschön. Bitte gib mir 60 Sekunden! Ich, guck mal, hör auf! Lass mich doch mal ausreden! Lass mich ausreden. So, also, das Spiel war abgemacht. Jeder in Deutschland, Ecki spendet bei mir und bei dir. Bei mir hat er gestern auch gespendet. Ja, aber das habe ich... Lass mich doch mal ausreden. Er macht doch was, er lass will. Mich doch mal ausreden. Lass mich doch mal ausreden, bitte. Schrei nicht. Lass mich bitte ausreden. Lass mich bitte ausreden. Du gehst einfach. Wie feige ist das? Weil das link ist von dir. Lass mich doch mal ausreden. Du hast mir... Lass mich doch mal ausreden. Lass mich doch mal ausreden. Lass mich ausreden. Bei Allah, du schwörst jetzt bei allem, was dir heilig ist, dass du mit Ecki auch telefonierst. Er ist auch ein Sponsor von dir. Bei Allah, du telefonierst bei ihm. Bruder von mir. Okay, das ein Bruder, okay, du hast zugegeben, okay. Jeder darf spenden, wo er will und wann er will. Ja, hast du recht, pass auf. Okay. Unter einer Bedingung aber. Okay. Nein. Nicht das, dein Mann. Das musst du beweisen. Er schreibt mir, pass auf. Er schreibt mir. Wie kannst du feige rausgehen? Ey, wie kannst du? Das du können bist wir, link, komm. Das hätten wir danach klären können. Das link. Hätten wir danach. Du bist kein Mann. Wallah, ich dachte, du bist ein Mann. Aber ich schwöre bei Allah, du hast nicht gezeigt, dass du kein Mann bist. Du haust einfach ab. Du bist alles andere aus einem Mann. Ey, der Typ lässt mich nicht ausreden. Er lässt mich nicht ausreden. Wegen... Männer, die sich, die ihr Wort nicht halten. Du lässt mich nicht ausreden. Frankie, guck mal. Ey, wenn du jetzt rausgehst. Du bist falsch. Okay, bin ich. Aber lass doch mal reden. Lass doch mal reden in Ruhe. Was willst du mit mir reden? Lass mich doch mal ausreden in Ruhe. Du bist ein falscher Fuffi. Lass mich doch mal rausreden. Du denkst, es geht mir um die Löwen? Ja. Du hast mir dein Ehrenwort gegen, es geht sauber raus. Na, warte mal, lass mich doch ausreden. Männer reden vom Mund, nicht von Schuh. Lass mich doch mal ausreden. Ich lass dich nicht ausreden. Du bist link. Du und dieser Robin seid link. Hä? Ihr seid link. Und warte mal, warum... Alles linke Aktion. Hä? Alter, wallah, in welcher Welt bin ich hier gelandet? Ganz ehrlich, Frankie, du rufst mich jeden Tag an. Ich vertraue dir. Wir reden. Du sagst mir, ich bin dein Freund, dein Bruder, dein dies, dein das. Weißt du was? Das hat was mit Vertrauen zu tun. Verstehst du, was ich meine? Das hat was. Wenn wir spielen, spielen wir. Was hast du mir heute gesagt? Bruder, wir spielen nur am Falke. Nur. Bitte, Bruder, du hast mich schon zu viel. Hab ich gesagt, gut, kein Problem. Das war eine linke Aktion. Ich hab das von Anfang an gerochen. Ey, aber ist nicht korrekt von dir. Ich hätte dich niemals so eingeschätzt. Bei Allah, Frankie, bei Allah. Darf ich danach reden? Ich sag dir eins, ich will dir eins sagen. Guck mal, ich will dir einen Punkt sagen, Bruder, was du nicht verstehst. Bei Allah, du verstehst das nicht. Du denkst, du kannst mich linken und mich verarschen. Bei Allah, du brauchst 10 neue Leben, um mich zu verarschen. Weißt du was, ich sehe das hier sportlich. Ich habe dich nie als Feind gesehen, weil, weißt du, wir haben Spaß gehabt, wir haben gelacht, getan. Es geht nicht darum. Aber du sagst mir, bei Allah, du gibst mir dein Wort, es ist alles sauber. Gewinn sauber, ich schick dir 10 Löwen. Es geht mir um Prinzip. Beruhig dich, beruhig dich. Verstehst du?
Beruhig dich. Wo ist das Problem, dass ich eine Minute reden darf? Hör zu. Ich beruhig mich. Robin hat mir wieder was geschenkt jetzt. Hey, Robin kann dir schenken, weil Robin ist für mich gestorben. Guck mal, nein. Robin will ich nie wiedersehen. Weißt du warum? Der hat seine Seele verkauft. Ganz einfach. Guck mal, warum lässt du mich nicht ausreden? Er ist kein Mann. Bei Allah, Robin ist kein Mann. Warum darf ich nicht ausreden? Lass doch in Ruhe. Hey, ich will nichts mehr hören. Was ich gesehen habe, hat mir gereicht. Was die Zuschauer hier auch gesehen haben, hat auch gereicht. Du bist Wallah, Frankie. Wallah, du hast genau das bewiesen, was man nicht beweisen soll. Das war eine linke Kümmer. Du sagst zu mir, gib mir deine Hand, ein Mann, ein Wort. Ich hab dich extra vorher gefragt. Was hast du vor? Bei Allah. Nix. Dann kommt Robin zu mir. Ich habe ihn alle seine 8 Booster weggenommen, Yasser. Wir rasieren ihn. Alles gut. Ich sehe das sportlich. Ey, auch wenn ich ein Löwe oder 2 Löwen. Aber doch nicht auf diese Art, Bruder. Es ist doch... Schäm dich mal. Du bist ein erwachsener Mann. Du hast jetzt 3 Minuten geredet. Du bist ein erwachsener Mann. Du lässt mich nicht ausreden. Du bist ein erwachsener Mann. Nein, ganz ehrlich. Wallah, du bist bei mir. Bei Allah, Frankie. Du bist okay. Gib mir eine Minute. Ich will nicht. Nein. Du hast mich so krass enttäuscht. So krass enttäuscht. Weißt du was? Ich schick dir 10 Löwen, aber du hast mich so krass enttäuscht, Coach Schwenk, du hast mich so krass enttäuscht, bei Allah, wegen ein Spiel? Spiel doch fair, Alter. Was hab ich getan? Was hab ich dir getan? Was hab ich getan? Ey, weißt du, was ihr gemacht habt heute? Guck mal, sobald ich rede, gehst du raus. Weißt du, ey, guck mal, nicht mehr. Gib zu, dass das geplant war. Dann nehme ich dich ernst. Du bist krank. Gib zu. Salam alaikum. Du Feigling, du... Alter, krass, wallah, das Spiel. Bei Allah, er soll sich ein bisschen schämen. Bei Allah, er soll sich ein bisschen schämen. Was für ein linker Mensch, wallah. Leute, da seht ihr, da will ich euch sagen, da seht ihr, Menschen gehen wegen Geld über Leichen. Leute, der geht wegen Geld bei Allah über Leichen. Ich sag euch was, er ruft mich an, 10-mal am Tag. Leute, wenn ich hier auspacke, wallah, ihr werdet verrückt, aber ich werde nicht reden, kein Problem. Er hat mir heute gesagt, Alter, egal, scheiß drauf. Alles gut. Was für ein Mensch. Alles gut, Toni. Alles gut, Bruder. Alles gut. Das ist... Verstehst du? Die haben das schon seit 2 Tagen geplant. Dieser Robin schreibt mir. Der schreibt mir. Versteht ihr, was ich meine, Leute? Dann sage ich ihm, willst du seine Nummer von Frankie? Ich sag, hä? Der hat ihn doch gestern beleidigt. Heute will er seine Nummer. Dann hab ich gesagt, ich geb dir... Ja, Toni, ja. Alter, das ist krass, Alter, wallah. Krass. Ich habe Robin geblockt. Robin ist der größte falsche Fuffi, was es gibt hier auf dem Planeten. Bei Allah, Robin, du bist so ein falscher Fuffi. Er war erste Runde bei mir, er und Sally. Richtig, Sally, du bist Zeuge, Sally. Dann sage ich ihm nochmal, bist du drin, Robin? Dann sagt er mir, ja, Bruder, wir nehmen ihn auseinander. Ich habe seine 8 Booster. Alter, er soll sich schämen, wallah. Er soll sich schämen. Wenn er Geld braucht, soll er mich nach Geld fragen. Ich gebe ihm Geld, aber nicht auf diese Art. Wir Menschen sportlich. Sportlich. Dann macht er mir so eine Aktion. Toni, hör nicht auf ihn, Bruder, hör nicht auf ihn. Die meisten fallen auf ihn rein. Verstehst du, was ich meine, Bruder? Die fallen auf ihn rein. Der scheißt auf jeden. Er soll sich schämen. Wenn ich nicht recht hätte, Leute, bitte. Ihr kennt Coach Frank. Wenn ich nicht recht hätte, der wäre, was hätte er gemacht? Der wäre ausgerastet. Ja, und dies, und das, und Leute, das war eine linke Aktion. Er kommt, wallah billah bei Allah. Der ist richtig hinterhältig. Richtig hinterhältige Aktion. Wallah, schämen soll er sich, Alter. Wallah, was, Leute, was passiert hier? Die Leute gehen, Ja, aber Robin hat mir heute bei Insta geschrieben. Kannst du mir bitte die Nummer von Coach Frankie geben? Weil er ihn abserviert hat. Der Robin braucht Aufmerksamkeit. Der Kleine braucht Aufmerksamkeit. Der kleine Junge braucht Aufmerksamkeit. Kindergarten, bei Allah, einfach nur Kindergarten. Er kann anrufen, wen er will. Queen Sevo, er kann anrufen, wen er will. Was denn? Salam alaikum. Alaikum salam. Schreist, ich sag dir, ich bin ruhig. Redest du ein einziges Mal? Ich bin ruhig. Respektlos. Ey, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich. Guck mal, lass doch drohen, oder ich rede doch ruhig. Dann verlass ich dich aus. Ich bin der coolste Typ der Welt. Okay. Schreist doch einmal. Ich bin jetzt hier auf 180. Bleib doch ruhig. Wir klären das mit Arafat. Er hat zugeguckt. Ja. Wir machen das mit einem Schiedsrichter. Jemand soll entscheiden. Weil zwischen uns funktioniert nicht mehr. Und bei Allah, ich hätte dir meine Schulden bezahlt. Bei Allah, hol mal. Ich will, dass Sali auch reinkommt. Wer ist Sali? Sali war von Anfang an dabei. Sali soll reinkommen. Aber Sali soll reden. Okay, beruhigt. Dein Schnurrbart redet. Aber warum schreist du, wenn du sagst, ich soll nicht schreien? Frankie, ich habe eine Frage an dich.
Hör zu. Eine einzige Frage. Hör zu. Ich melde mich zu. Die ganz normal jetzt. Eine einzige Frage. Ja, gerne, gerne. Aber versprich mir, dass du ruhig bleibst. Ich gebe dir mein Wort. Ja, ist doch wo ich verloren habe. Warte, eine Sekunde nur. Das erste Mal hast du mich verraten, die Polizei kam zu mir. Jetzt sagst du, ich bettel dich an um Anrufe. Bei Allah, wo habe ich dich heute angerufen? Okay, lass mich ausreden. Ich zeig's hier, Screenshots. Lass mich ausreden. Ja. Wir wetschen schon seit ein paar Tagen, richtig? Ja, ist doch kein Problem. Wo du gewonnen hast, was habe ich gemacht? Du bist sehr, sehr emotional. Du drehst ohne reden, wo du gewonnen hast, habe ich dich sofort geschickt, richtig? Ja. Sofort. Ohne Wenn und Aber. Musst du weißt, auch. Genau? Musst du. Ich muss nur sterben. Punkt. Bro, was ist los? Aber warum nimmst du das so ernst? Sag mich auch so. Ich habe dir sofort geschickt. Nochmal geschickt. Aber was heute passiert ist. Erste Runde, alles gut. Von das Gespräch vorhin und jetzt zählt sich. Er kommt zu mir rein. Yasser, mach dir keine Sorgen. Ich habe den ganzen Tag, war ich heute bei ihm, habe 8 Booster. Ich gebe dir mein Wort, er hat nicht mal einen Booster. Verstehst du? Nein. Booster, er war bei mir drinne. Warte mal, guck mal, du lässt mich nicht ausreden. Ich schwöre bei Allah. Du redest die ganze Zeit. Bei den heiligen Koran, ihr beide wart genau alles abgesprochen. Also, du schwörst, schwör auf deine Mutter. Guck mal, Allah ist besser wie meine Mutter. Okay, pass auf. Allah missbrauchst du für 600 Euro? Nein, das geht nicht darum. Aber weißt du was? Ich dachte, ich rede mit einem Mann. Wir haben uns die Hand gegeben. Ich habe gesagt, ich gebe dir mein Wort. Lass mich doch mal ausreden. Verstehst du? Aber das... Eine Sekunde darf ich reden. Rede. Bitte. Also, ein Ecki, ein Zali. Bitte alle macht ein Herzchen im Chat rein. Jeder Mensch, der TikTok registriert hat, darf spenden, wo er will. 100. Ganz kurz. Lass mir bitte ausreden. Ganz kurz. Zweiter Punkt. Guck mal, man könnte das doch zu Ende durchziehen, Match, und dann streiten. So. Nein. Hör zu. Wir brauchen einen Schiedsrichter, der das entscheidet. So läuft das bei uns in der Kultur. Hol Charlie rein. Er war von Anfang an dabei. Aber er hat einen Text gelesen von Robin. Warte, ganz kurz, eine Sekunde. Guck mal, du schreibst auch mit deinen Supportern. Es ist nicht schlimm. Ey, du schreibst mit Ecki. Mit Ecki, mit Zali. Frag Ecki mitten ins Gesicht, ob ich ihn jemals gesagt habe, komm rein oder mach das oder mach dies. Er braucht das. Mit ihm telefoniert. Du machst Werbung für ihn, er kommt immer rein. Ich mach Werbung für seine MPU, ja. Aber ich rufe ihn nicht an und sage, ey Ecki, ich hab jetzt... Der kriegt eine Benachrichtigung, musst du nicht. Sag mal, ist das denn? Er ist doch fast nie hier. Er ist immer da, bei mir ist er immer. Nein, er war nur gestern. Bei mir ist er heute. Er war drinnen, er hat aber nicht gespendet. Akzeptier doch, dass Menschen überall spenden können, wo sie wollen. Ja, er soll einfach seine Niederlage zugeben. Ja, er wurde vielleicht gelinkt, er wurde hintergangen. Das war ein gut ausgedachter Plan, höchstwahrscheinlich von Coach Frankie und diesem Robin. Die haben sich gedacht, komm, wir nehmen den mal hops. Und am Ende des Tages hieß es, wer verliert, egal welche Umstände auch immer, gibt dem anderen 2 Löwen. Natürlich regt sich Yasser auf, dass er da verarscht wurde, dass da Hinterhalt hintersteckt. Ich kann das nachvollziehen, aber es ist nun mal bei Matchen so. Ihr kämpft, auch wenn da unfaire Mittel genutzt wurden, der Typ kann trotzdem selber entscheiden, wo er spendet und wo nicht. Und ganz abgesehen davon nochmal, selbst wenn dieser Typ nicht gespendet hätte, hätte Coach Frankie locker gewonnen. Ihr habt ja gesehen, wie immens der Unterschied der Punkte war zwischen den beiden. Frank, ja, hast du ja recht. Aber lass mich mal kurz ausreden. Hast du recht. Das reicht mir. Das reicht mir. Nein, pass auf. Du hast gesagt, aber nicht, dass ihr auf mich ein Spiel macht. Aber Luna. Dann kommt er zu mir und sagt zu mir, ich habe 8 Booster, wir machen ihn fertig. Dann, hör zu, wo ich annehme, geht der Schieber und legt die 8 Booster zu dir, und fängt an zu denken, das macht man nicht. Ja, aber er macht dich nicht. Dann soll Robin einfach bei dir bleiben, von ersten Match bei dir schießen. Nicht einmal so. Das ist abgesprochenes Ding. Hä, aber das kann doch der Robin auf seinen eigenen Eiern gemacht haben, um da ein bisschen Fitna zu schüren zwischen den beiden. Was kann denn der Coach Frankie dafür? Das verstehe ich nicht. Und hier nochmal, alleine diese Luna, die gerade erwähnt wurde, und die anderen, die da waren, haben mehr als genug geballert, dass Coach Frankie gewonnen hatte. Mit riesem Abstand. Luna hat 100.000 Punkte geschenkt. Luna. Ja, ich weiß. Luna, nicht Robin. Hör zu. Du bist ein Feigling vor Deutschland. Du bist kein Mann. Hey, du planst alles wegen Geld. Hör zu. Wegen Geld machst du alles. Komm, hör zu. Frankie, ich hab gesagt. Lass mich ausreden. Sei leise. Lass mich ausreden. Guck mal, ich wollte zu ihm sagen, 1-1 im Ring. Er gegen mich. Würde er sich nicht trauen. Was für ein Feigling. Wie kann man einfach rausgehen jedes Mal? Wie peinlich, Mann. Egal. Ja, scheiß drauf, ja. Er kann nicht verlieren. Traurig. Ich sag zu ihm, hat jeder in Deutschland das Recht
macht alle das Plus weg. Also, jeder hat doch das Recht zu spenden, wo er will. So, genau. Da habe ich keine Aktien drin. Luna hat alles, sie hat alles gewonnen. Sie hat alles schon fertig gemacht. Robin Zink kam zum Schluss. Es kann sein, dass er Spaß macht. Es kann sein, gestern wurde ich verraten von Robin Zink, vorgestern auch. Der hat sich einen Spaß gemacht. Ich habe gesagt, weißt du was, bei Riton auch. Alle ein Herzchen rein, wenn ihr meine Meinung seid. Jeder darf spenden, wo er mag. Ja, jeder darf spenden, wo er mag, egal mit wem er befreundet ist, egal welche Beziehung er hat und egal was. Und man muss was beweisen. Er muss das beweisen. Er hat vor 2 Minuten hat er gesagt, dass ich ihn den ganzen Tag anrufe für Matches. Er ruft mich an. Ja. Und ich sage zu ihm, hol jemanden hin. Das ist so hinterhältig. Luna hat gespendet. Ich kenne Luna nicht. Ey, schick mir doch keine Anfrage. Was willst du noch von mir? So, ihr habt gemerkt, er hat ja gerade wieder eine Anfrage geschickt. Wir switchen jetzt mal wieder um auf Yassers Sicht, der jetzt diese Anfrage erhält. Frage. Wisst ihr, warum er Anfrage schickt? Weil er ist ein Lügner. Was, guck mal. Luna nicht. Ey, schick mir doch keine Anfrage. Was willst du noch von mir? Warte mal, wir fragen Umut. Ich will nicht Umut. Ey, ich will niemand. Ey, Wallah, Billah, bei Allah, du bist enttarnt. Ich schwöre bei Allah, du bist enttarnt. Warte mal, Umut. Wir sind wie ein Mann. Umut. Und ich stehe wie ein Mann. Umut. Entweder gewinnst du oder fällst du wie ein Mann. Umut, eine Aber Frage. Du bist kein Mann. Yasser, eine Frage nur an dich. Okay. Weißt du, wenn das nicht stimmen würde? Du würdest jetzt einen riesen Film machen. Ich kenn dich. Nein. Ich kenn dich. Okay, darf ich kurz was sagen? Wenn du ein Mann bist, mach ein 1-1 gegen mich im Ring, weil du so eine Ratte bist. Okay, warte, Du bist eine Ratte. Ich mach dir einen anderen Vorschlag. Du bist eine Ratte, komm. Ich mach dir einen anderen Vorschlag. Komm jetzt nach Hamburg, komm. Warte, ich mach dir einen anderen Vorschlag. Komm, warte, lass mich reden. Du willst Ring, du willst Geld verdienen. Ich will kein Geld verdienen. Ich mach das ohne Geld. Ich und du alleine treffen uns. Komm. Wir machen das im Ring. Vor allen Leuten. Nein, ich und du alleine. Ganz alleine. Komm, du Zigaretten. Alleine auf Straße, mein Gott. Nein. Du willst Geld verdienen. Gib. Ich will kein Geld. Ich will kein Fame. Komm, ey, hör du zu. Du willst Fame. Du. Arafat, du machst alles für Fame. Du machst alles. Yasser, aufpassen. Sag nicht Beleidigungen. Nein, ich hab nicht Beleidigungen gesagt. Nee, nicht, dass du gesperrt bist. Er will alles für Fame machen. Guck mal. Arafat, ich und du, eins gegen eins. Ich und du, eins gegen auf der Straße. Arafat. Drei Leute, hol 10 Leute mit. Ich komm alleine. Wir filmen das. Arafat soll einen Kampf klären. Ich mach ihn platt. In einer halben Minute. Yasser, du Feigling. Okay, dein Bruder schämt sich bitte. Gott schweige dich. Bei Allah, deine Schwester, hast du verstanden? Ich nehme 10 wie dich auseinander. Yasser, ohne Grund, Gott schweige dich, ich rede mit dir. Du hast mich ohne Grund. Guck mal, die holen 3 Leute, die gegen mich sind. Nein, ich bin nicht gegen dich. Ich frage dich mal, warum. 3 Leute, die gegen mich sind? Schizophren. Ich bin gegen niemanden. Ich kenne die Geschichte nicht. Ich bin nicht gegen dich. Wir beleidigen deine Zuschauer. Er hat ein Match verloren und das war's. Yasser, ich komme zu dir nach Berlin. Ich komm zu dir nach Berlin. Bei Allah, ich komm alleine. Okay, bitte. Arafat soll das klären. Okay. Ich komm alleine. Mach mit mir, was du willst. Ich komm alleine. Komm alleine. Hab den Mut. Ich bin kein Berliner, Yasser. Ich mach das anders. Nicht reden, komm. Denkst du, du kannst mich abziehen? Komm doch. Allah ist mein Zeuge, verstehst du? Komm doch. Pass auf, hör mal zu. Ich rede nicht viel. Ich werde dir zeigen, aber ich rede. Du hast die Polizei zu mir nach Hause geholt. Krass. Ey, hör zu. Er redet eine Woche über mich. Eine Woche. Und über meinen Bruder. Danke. Wallach, weißt du, was du willst? Warte ab. Komm doch einfach. Warte ab, Yasser. Wir klären das. Zeig mir doch, was du drauf hast. Okay, wir klären Zeig das. Zeig mir, was in dir steckt. Ja. Ich schwöre, ich liebe dieses Warte ab. Wie viele Leute von euch das einfach bei den ganzen TikTokern in die Streams reinschreiben. Auch bei so random TikTokern. Ihr schickt mir immer so Ausschnitte, wo ihr euch kaputt lacht, wo ihr bei Leuten reingeht und Warte ab schreibt. Ich feiere das einfach. Und nochmal, Liebe geht raus an euch. Arrogante, kümmere dich um deine Schwester erstmal. Ja? Ich fick deine Schwester, du Hurensohn. Guck mal, was für ein Unverschämter. Arrogante, warte.
ich schick deine iranische Mutter zu mir rum. Vergib dich nicht auf sein Niveau. Ja, lass ihn. Unverschämter Mann. Arrogante, beleidig nicht, beleidigt, sonst wirst du gesperrt. Der ist Afghaner und nicht Iraner. Seht ihr Leute, was ich meine? Wenn er Unrecht ist, wenn er Unrecht hat, fängt er an zu beleidigen. Hier, aber er hat gerade arrogante beleidigt. Aber gut, Leute, alles gut. Wallah, der hat ein bisschen übertrieben, wallah. Ja, so, warum alles gibst du so einen Arrogante, Allah khalik, letzte. Okay, okay. Aber warum das gibst du so er. Einen Menschen auf der Plattform, oder? Sag keine Ausdrücke. Bei mir gibt's keine Ausdrücke, keine Beleidigung. Okay, aber das der beleidigt mal. Schwester ist ja meine Rückbankparty. Arrogante, ich küsse dein Herz. Ja, Allah. Die haben das ja, Iraner haben das ja von hinten, aua, aua. Habibi. Arrogante, Allah khalik, ja, Salami. Allah khalik. Okay, Bruder. Leute, das ist Coach Frankie. Er beleidigt Eltern, er beleidigt Schwestern, er beleidigt Väter, er beleidigt Mütter. Wisst ihr warum? Macht man nicht, wallah. Wegen Geld, Leute, Allahu Akbar, was passiert mit diesen Menschen? Er beleidigt seine Zuschauer, er macht seine Zuschauer runter. Also, ein Mensch. Normal, die lassen sich von hinten ficken, wie CNG. Ja, 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 arrogante, Allah khalik. Ambolak, Allah khalik. Bruder, bei dir ist das halal. Okay, wallah, halal. Nein, die bleiben respektvoll. Naja, zum Arroganten braucht man ja nichts zu sagen. Nichtsdestotrotz war das, was Coach Frankie, der im Übrigen Afghaner ist und kein Iraner, da gegenüber Arrogante gesagt hat, nicht die feine englische Art. Damit ihr auch nochmal gen Ende die andere Seite seht, als Coach Frankie rausgegangen ist zwischendrin, was Yasser dazu zu sagen hat. Hier noch der Part von Yasser. Hör zu, Frankie, ich hab gesagt, lass mich ausreden. Sei leise. Lass mich ausreden, steig. Sei leise, ich lass dich aus. Ruf mich fünfmal an. Guck mal hier. Hier, wie viel hat sie? Stand nur 24.000, ja. Alles geplant. Alter, was für ein falscher Fufi, wallah, der Typ ist so falsch. Ja, ja, ich weiß, wallah, Salih war der Erste. Salih, du warst hier drin, was hat er geschrieben, Bruder, holt das raus, was hat er geschrieben? Das war ein geplant, er ruft mich an, Frankie ruft mich an, er wollte seine Nummer. Dann sage ich ihm, du willst seine Nummer, weißt du, was er mir schreibt? Nee, hab schon mit ihm geredet, alles gut. Die reden miteinander, hör zu. Bei erste Match, Falke, alles gut. Er ruft mich an, bitte, Yasser. Lass uns nicht mehr um Löwe spielen. Wir sagen, gut, okay. Und dann sagt er mir zwei, ey, das war so ein linkes Ding. Es gibt keine Männer mehr, Leute. Es gibt keine Männer mehr. Keine Männer bei Allah. Ihre Wörter sind wie Furzen. Ihre Wörter sind wie, wenn sie Schuhe kaufen gehen, Alter. Nix wert. Gar nix. Alter, was sind das für Menschen bei Allah? Solar hast du recht. Wallah, der ist nix wert. Der ist nix wert bei Allah. Der ist nix wert. Und hier nochmal zusammengefasst erklärt für all diejenigen, die es bis jetzt noch nicht gerafft haben, was da passiert ist. Wir haben sich, Robin, schreib mir, gib mir die Nummer von Coach Frankie auf Insta. Ich ruf Coach Frankie an. Er sagt mir, hab ich mit denen alles abgesprochen. Und dann machen die so eine Aktion. Was haben wir denn gemacht für eine Aktion, Yasser? Dieser Robin war bei mir. Er sagt, ja, spiel. Gestern und heute bei mir. Sammelt Box 8 Stück. Kommt zu mir, wir machen ihn fertig. Erste Runde habe ich gewonnen. Hm. Machen ihn fertig. Normaler Supporter, der sich mit ihm geschrieben hat, er ist nicht mehr bei ihm. Plötzlich, ich nehme an, er geht zu ihm rüber und bom, 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 bom. Coach Frankie lacht die ganze Zeit, sonst wäre er sauer. Ja. Alles abgesprochen, das Ding. Okay, und dann? Erwartet er von dir was? Hat er was von dir erwartet oder was? Ja, sie haben gematcht. Also, was meinst du? Ich habe abgebrochen, bin rausgegangen. Damit ihr das auch mal seht unter diesem Video, was kaum jemand gesehen hat und nur 12 Likes hat, hat auch dieser Robin geschrieben, hahaha. Ich weiß nicht, wer das ist, aber er hat einfach alles hops genommen. Er hat, glaube ich, Geld, postet die ganze Zeit Videos von irgendwelchen Autos, hat aber da auf jeden Fall eine Menge Fitner gemacht. Gesprächsthema Nummer 1 Deutschland, warte. Ja komm, weil es so schön ist, will ich auch noch wissen, was Arafat Abouchaka von dem Ganzen hält, was sein Bruder da treibt. Nein, er soll ihn blockieren. Wallah, das, was er abgezogen hat bei Allah, das macht man nicht. Okay, was hat er gemacht? Ich will wissen. Ich will auch wissen. Ich will es auch wissen. Wir wollen reden. Omo, du sei einfach leise. Deine Stimme, man kann nichts hören, wenn du redest. Sei einfach leise. Ja, was hab ich... Hör mal, guck mal, was er macht. Was hab ich gemacht, Mann? Omo? Guck mal, was er macht. Ja, warum funktioniert das bei mir auch, hä? Ich habe gestern gegen Coach Frankie gematcht. Mhm. Okay? Er kommt zu mir, er schießt gegen Coach Frankie. Mhm. Coach Frankie wird sauer, bla bla bla. Ich habe das am Anfang nicht gerafft. Wird sauer, bla bla bla, alles gut. Coach Frankie verliert, alles gut. Heute schreibt er mir, dieser Robin, hast du die Nummer von Coach Frankie? Dann hab ich ihn geschrieben, brauchst du die Nummer? Nee, hat sich erledigt, hab schon mit ihm geklärt. Okay, alles schön, gut. Doch seine Sache. Ja. Wir wollen matchen heute, er kommt zu mir rüber. Yasser, wir machen ihn platt. Ich habe heute den ganzen Tag bei ihm gespendet, ich habe 8 8 Boxhandschuhe und wir machen ihn platt, alles gut. Sage, tamam. Erste Runde, das war aber abgesprochen zwischen ihm und Frankie. Auf einmal, was macht der? Erste Runde ganz leicht, ich gewinne erste Runde, alles gut. Einmal, Coach Frankie macht diesen Film, Paul, wer ist denn drinne? Wir tippen dieser Robin. Yasser, mach die Konsum, ich bin drinne, alles gut. Ich bin auf deiner Seite. Sicher, ja, ich bin drin, alles gut. Du zahl lieber auch hier drinne. Mach. Der Robin schreibt sogar rein, nichts abgesprochen. Er hat sich einfach nur einen Spaß erlaubt, denke ich. Auf einmal, was macht der? Wir fangen an zu matchen um zwei Löwen. Er geht zu ihm, macht Handschuhe, bum, bum, bum. Er schießt alles gegen mich, du, ey. Was macht er da? Boah, und das war alles zwischen denen abgesprochen. Mal, also er hat dich verarscht.
Ja. Ja, ja. Alig mal, Yasser, für deine Augen, ich blockiere den Schuh. Aber Yasser, Arafat, jeder hat doch einen Schuh. Habibi, hat er mir gesagt, ich bin bei Coach Carlos, ich bin alles gut. Okay, er soll doch einfach wieder gut machen. Alles gut, ich verlasse mich auf ihn und auf die anderen und dann macht er diese Aktion. Robin, geh einfach zu meinem Bruder, mach wieder gut, alles gut, yalla. Arafat, Arafat, Arafat. Er will zu blockieren, wallah, er will zu blockieren. Kann diese Pommesarm bitte... Ich hab ihn blockiert. Ey, Umut, bitte. Fast 3 Jahre alt, hast nicht mal das Bad. Hör auf. Wallah, hätte er mir gesagt, nein, ich bin bei Ihnen. Wallah, ist kein Problem, alles gut. Aber dass er diesen ganzen Film macht. Ja, nein, du 8 Boxhandschuhe und alles gut. Robin, ich klär das für dich, mach dir den Kopf. Wenn ich du wäre, wenn er so ist, würde ich die Partie mit Coach Schwenke nicht akzeptieren. Hab ich doch nicht gemacht. Ich hab die abgebrochen. Ja, 100%. Ja, Holländer, mach doch deinen Bestraf, mein. Ja. Aber Coach Schwenke ist eigentlich in Ordnung. Mein Otillo, was mich... Verrückt gemacht, weil du, Frankie, du gibst mir einem Mann ein Wort, dass du korrekt bist und alles gut wird, ja, alles gut, und was passiert da? Er denkt, ich sehe das, hör ich wohl, ich komme weg, er packt doch einfach dein Handy weg und leg ihn mal zur Seite. Er war schon von Anfang an, sein Grinsen, sein dies, sein das, auf einmal, ich gucke da rein mit dem zweiten Handy auf sein Dings und ich sehe, er macht Boxhandschuhe, ein Boxhandschuh nach dem anderen, Robin, bam, 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 sag ich, war alles geplant. Schön, ja. Ich hab abgebrochen und du, tschüss, ich will nicht mehr mit dem Mensch. Nein, er soll ihn blockieren. Ja, Freunde, jetzt haben wir den neuen Charakter, der sich nicht mal zeigt, der freigeschaltet wurde, kennengelernt. Robin Singh oder wie auch immer der heißt, hat einfach komplett alles hops genommen. Gesprächsthema des gestrigen Abends bis tief in die Nacht und bis zum Morgen war halt das hier. Und ich muss sagen, es klingt für mich einfach nur noch lächerlich. Ja, nee, ich habe das Gefühl, er hat keinen Bock gehabt, die 2 Löwen zu zahlen. Er kam nicht drauf klar, dass er verloren hat. Der Robin hat natürlich da ein bisschen Fitna gestiftet. Das war ja seine Intention, dass der Yasser verliert, hat da ein bisschen betrogen, aber ich glaube nicht, dass das mit Coach Frankie abgesprochen war. Am Ende des Tages, naja, das gehört halt zur Kriegsführung dazu. So ein Match kann auch geplant werden. Derjenige, der am besten plant, derjenige, der es verdient dann hat, der am meisten Arbeit reingesteckt hat, sollte halt auch gewinnen und die Belohnung erhalten. Das ist nur meine Meinung. Schreibt ihr mir aber sehr, sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt clean, denkt immer daran, auch in euch steckt ein kleiner Mastak.